Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir testen mal wieder eine Diät und zwar ist es heute die Hollywood-Diät. Diese Ernährung sieht eiweißreich sowie fett- und kohlenhydratarm aus. Was wir heute so essen werden, das seht ihr im Laufe des Tages. Wie viele Kalorien wir essen dürfen, das erzählen wir euch später und was wir davon halten, das erfahrt ihr auch im Laufe des Videos. Ganz viel Spaß dabei. Zum Frühstück gibt es Gemüsebrühe mit Eiklar. Das haben wir bereits schon in der Heidi Klum Diät gegessen. Aber ich glaube, diesmal ist es nicht so gelungen. Findest du? Ja. Könntest du dir das vorstellen, jeden Morgen zu essen? Suppe finde ich echt ungewöhnlich zum Frühstück. Ich finde, es sieht auch nicht so lecker aus. Aber grundsätzlich als Diätstart finde ich es sinnvoll, weil es hat sehr wenig Kalorien und relativ viel Eiweiß, je nachdem wie viel Eiweiß man halt reinmacht. Ich denke, ich werde davon satt, weil ich morgens eh nicht so viel Hunger habe, aber es könnte für den einen oder anderen zu wenig sein, deswegen vielleicht so eine Scheibe Toast oder so wäre eigentlich so optimal. Das letzte Mal kann ich mich auch noch daran erinnern, bin ich sogar auch von dem Frühstück satt geworden, obwohl ich morgens mehr Hunger habe. Es füllt halt den Magen. Weil es einfach genau viel Volumen hat, aber jeden Morgen kann ich mir das nicht vorstellen zu essen. Ich brauche da schon meine Kohlenhydrate. Das könnte halt sein, dass man danach nicht so energiegeladen ist. Ja. Vielleicht so ein Smoothie dazu wäre auch halt geil. Ja, stimmt. Bei der Hollywood-Diät darf man übrigens nur 600 bis 800 Kalorien essen und wir haben unsere Freunde gefragt, was sie davon halten und ob sie es durchhalten würden. 800 Kalorien ist schon sehr, sehr, sehr wenig, aber ich glaube, ich würde es hinkriegen, weil manchmal esse ich nur einmal am Tag und ja, das reicht mir manchmal vollkommen und dann gehe ich einfach schlafen mit leerem Magen. Tut zwar weh, bisschen Bauchschmerzen und so, aber dann geht das. Das heißt, ich würde es schaffen, 800 Kalorien zu essen, aber es kommt darauf an, wie lange, also wenn ich das mehrere Tage machen müsste, dann würde das nicht gehen. Für die Hollywood-Diät haben tropische Früchte viel zu viele Kohlenhydrate. Deswegen dürfen sie nur als Zwischenmahlzeit gegessen werden. Es müssen 2 Stunden vor und 2 Stunden nach der Mahlzeit Abstand gehalten werden. Denn die Ananas zum Beispiel enthält Enzyme, die bei der Verdauung helfen. Mal nachgeschaut und zwar werde ich euch die Quellen, wo ich das Ganze her habe, hier einmal einblenden. Die Hollywood-Diät ist eine Kombination von Trendkost und Low Carb und in dieser Diät darf man keine kohlenhydratreichen und proteinreichen Lebensmittel zusammen essen, denn das soll Funde purzeln lassen. Naja, ich persönlich glaube nicht, dass man allein davon abnimmt, weil man Eiweiß und Kohlenhydrate nicht zusammen isst. Aber eins macht schon Sinn, dass man die Ananas nicht direkt nach dem Frühstück isst, sondern ein bisschen wartet. Denn vielleicht kennt ihr das, wenn ihr schnell essen tut, dann esst ihr viel mehr, als wenn ihr ein bisschen esst, dann wartet, dann wieder vielleicht ein bisschen nach dem Hungergefühl, weil das Sättigungsgefühl kommt immer ein bisschen später. Deswegen soll man 2 Stunden warten, wenn man doch noch Hunger bekommt, dann kann man zum Beispiel Ananas essen, um die Kohlenhydrate, die man dann morgens halt nicht zu sich genommen hat, nochmal aufzufüllen, falls man energielos ist. Und Schatz, wie fühlst du dich? Hast du Hunger nach den 2 Mahlzeiten? Todeshunger. Es ist Mittagsessenzeit und ich finde, jetzt merkt der Körper so, eigentlich war mein Magen voll, aber wen willst du hier verarschen? Viel Kalorien kann ich daraus nicht ziehen. Ich habe auch Todeshunger und wir werden jetzt nochmal mageres Fleisch kaufen. Und was es dann zum Mittagessen gibt, das seht ihr dann. Ja, wir haben Klopapier gefunden. Ein bisschen gibt es hier noch, aber wirklich nur ganz wenig. Und da ist noch eine Rolle, falls jemand wirklich dringend was braucht. Und wir gehen extra sogar Treppen jedes Mal und fahren nicht Fahrstuhl, um uns ausreichend zu bewegen. Oder diese kleine Bewegungsfreiheit, die wir haben, wollen wir noch ausnutzen. Zum Mittagessen haben wir jetzt hier einmal Blumenkohlreis. Das ist ein kalorienarmer Reis. Dann haben wir hier Rinderpartei, stückige Tomaten, ein paar Kräuter zum Kochen und eine Zucchini. Und dazu machen wir uns noch einen Salat mit Gurken. Und wir haben ein Live-Dressing dazu gekauft. Ich hab so Hunger. Ich muss sagen, ich freue mich hier auf das Essen, weil das viel aussieht. Du hast mir ein bisschen mehr aufgemacht. Ja. Eine Portion hätte ich nicht gern. Aber ich glaube, es wird echt lecker sein. Aber auch hier täuscht mir den Körper vor, es ist eine große Menge. Geil, ich kann viel essen, aber es hat wenig Kalorien. Und darauf kommt es ja aber in der Diät an. Blumen ist echt das Wichtigste. Ich glaube, deswegen essen die auch in so einer Diät ganz, ganz viel Salat. Genau. Und wir waren uns irgendwie unsicher, ob wir jetzt Selbstdressing machen sollen, denn umso mehr Öl man ja nimmt, umso mehr Kalorien hat das Ganze. Denn bei so einer Hollywood-Diät essen die Leute nur 600 bis 800 Kalorien. Was?
Ja. Wie soll ich da überleben, ey? Ich fand's bis eben nicht so schlimm, aber... Das ist noch mal krasser als Heidi Klum, oder? Weil Heidi Klum hatten wir, glaube ich, 1200 Kalorien. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist jetzt echt die krasseste Diät, die wir gerade machen. Aber ihre Diät war ja ähnlich. Ohne Kohlenhydrate. Ja. Die meisten Diäten bauen darauf auf, dass man auf Kohlenhydrate verzichtet. Aber wir lieben Kohlenhydrate. Ja, wir können darauf nicht verzichten. So Nudeln, Brot, Reis. Und hier gibt es halt so einen Fake-Reis. Finde ich sehr interessant. Mal schauen, wie der schmeckt. Voll lecker. Das Essen ist richtig lecker. Aber das ist nicht von der Hollywood-Diät, das Rezept. Das ist ein Rezept von dir, oder? Ja, ich habe einfach irgendwas zusammengestellt. Diesen Blumenkohlreis habe ich ja schon mal gegessen. Und dann dachte ich so, irgendwas muss es doch geben, was keine Kohlenhydrate hat, aber trotzdem kombinierbar ist mit magerem Fleisch und Gemüse. Das ist es auf jeden Fall. Habt ihr den schon mal probiert, diesen Blumenkohlreis? Den kann man sich auch sehr, sehr gut selbst machen, indem ihr einfach einen Blumenkohl zerkleinert. Aber wenn man den fertig kauft, da spart ihr euch auf jeden Fall eine Menge Arbeit. So richtig lecker gemacht. Oh, danke schön. Und du hast alle Randbedingungen der Hollywood-Diät eingehalten, oder? Ja, bis jetzt schon. Ich bin kein Fan von Fertigsoßen, aber die ist gut. Ich finde 600 bis 800 Kalorien für einen Tag viel zu wenig. Damit würde ich absolut nicht auskommen. Und ich glaube, ich würde das Ganze auch höchstens 2 oder 3 Tage aushalten, weil mit so wenig Kalorien, das ist ja so, als würde man fast kontrolliert verhungern. Also für mich wäre das auf jeden Fall nichts. Wir haben ja hier schon öfter Diäten getestet. Und bei solchen strengen Diäten wie bei der heute zum Beispiel kann es schnell passieren, dass man unter einem Nährstoffmangel leidet. Und genau das hat Mandy jetzt bei sich untersuchen lassen. Ich habe jetzt einfach mal bei Sarah Screen testen lassen, ob ich denn überhaupt einen Mangel habe. Und zwar habe ich mir dort einen Test schicken lassen. Ist super erklärt, wie man das Ganze machen muss. Ich musste einfach eine Blutprobe machen. Innerhalb von 3 Tagen kommt dann das Ergebnis. Und das können wir uns hier jetzt online anschauen. Und zwar leide ich tatsächlich unter einem Omega-3-Mangel. Der wünschenswerte Bereich liegt bei 8% bis 11% und mein Omega-3-Index liegt bei 5,24%. Hier könnt ihr dann nochmal die Messergebnisse sehen und hier unten wird dann noch etwas empfohlen, was man dagegen noch nehmen kann. Dann kriegst du jetzt erstmal 4 Omega-3-Tabletten. Ich werde euch die Seite unten verlinken, dort könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Wenn ihr glaubt, ihr habt irgendeinen Mangel, dann könnt ihr diesen Test machen. Ihr bekommt zusätzlich noch einen Rabattcode, den blende ich euch hier noch einmal mit ein. Darf man denn bei der Diät zusätzlich Omega-3 nehmen? Das ist ja Fischöl, das hat ja Kalorien. 9 Kalorien pro Kapsel hier. Ich denke, die Leute bei der Hollywood-Diät, die ziehen das, denke ich mal, sehr gut durch, aber achten gar nicht darauf, dass sie einen Mangel haben. Ja, die wollen ja einfach nur abnehmen. Die wollen einfach nur weniger wiegen. Also nicht alle, aber viele wollen einfach nur weniger wiegen. Aber es hat ja nichts mit der Gesundheit zu tun, wenn du abnimmst. Kannst du auch ungesund abnehmen. Und das Wichtige bei so einer Diät, ernährt euch auf jeden Fall ausgewogen, damit ihr so einen Mangel verhindern könnt. Und achtet auf jeden Fall auf eure Proteine, denn bei einer Diät kann es sehr, sehr schnell dazu führen, dass man Muskeln abbaut. 2 Stunden sind jetzt vorbei und wir dürfen jetzt noch mal ein bisschen Obst essen. Nicht wundern, ich habe hier gerade den Prototypen von Amaz an. Wir sind fleißig dabei, bald hoffentlich die Frauenkollektion rauszubringen. Hast du Lust auf Ananas, Schatz? Ja, schon. Die ist richtig lecker. Aber so viel kann ich davon auch nicht essen, denn dann brennt mein Mund. Das ist bei euch auch so. Wir haben es jetzt 7:15 und die letzte Mahlzeit steht jetzt an. Genau, denn wir haben schon wieder Hunger und mehr dürfen wir nicht essen, weil das würde über die Kalorien der Hollywood-Diät hinausschlagen. Bin gespannt, wie wir das dann heute Abend aushalten. Zum Abendessen gibt es Hähnchen mit Gemüse und etwas Lauchzwiebeln dazu. Also was mir auf jeden Fall schon mal aufgefallen ist, durch diese Diäten esse ich mehr Gemüse. Wir hatten jetzt nicht so übertrieben Hunger den ganzen Tag. Es ist noch okay, aber ich glaube, der schlimmste Teil kommt noch, weil wir sind locker noch 4 Stunden wach. Um ganz ehrlich zu sein, ist es ja klar, wenn man so wenig Kalorien isst, 600 bis 800, da ist man auf jeden Fall im Defizit und deswegen nimmt man auch ab. Aber das ist total ungesund, deswegen halte ich von dieser Diät auf jeden Fall nichts. Und die Wahrscheinlichkeit, von so einer Diät einen Jojo-Effekt zu bekommen, ist auf jeden Fall höher, als wenn ihr einfach eine normale Diät macht. Ich persönlich mache am liebsten die Diät, einfach Kaloriendefizit, aber natürlich nicht so ein krassen Defizit.
wie in dieser Diät. Ich sehe das ähnlich so wie du. Wenn man das jetzt einen Tag durchzieht, halte ich es aus. Zwei Tage auch noch, aber spätestens am dritten Tag würde ich mir Ben & Jerry's und Burger reinhauen und dann wahrscheinlich wieder zunehmen. Deswegen, das ist ein viel zu großer Verzicht. Es geht, aber einem fehlen dann schon irgendwann die Kohlenhydrate. Vielleicht halten es einige länger aus, einige auch nicht mal so lang. Deshalb ist diese Diät, finde ich, auch viel zu krass. Ein zu großes Kaloriendefizit. Ja gut, wir drehen das Video jetzt während der Pandemie. Das heißt, wir bleiben zu Hause, bewegen uns nicht so viel, haben nicht so viel Kalorien verbrannt. Das ging noch. Man sollte darauf achten, dass man da auch nicht zu viel ist, um nicht zuzunehmen, aber natürlich auch nicht so wenig, weil dann fühlt ihr euch den ganzen Tag schlapp, vielleicht seid ihr demotiviert, liegt nur im Bett herum und das zieht euch voll runter, deswegen ein bisschen Energie braucht man schon, also ein bisschen mehr als das, was wir heute gegessen haben. Noch ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Diät nichts für Vegetarier oder Veganer ist, die können das nicht machen, stimmt. Aber so die Grundlage ist gut, ich würde vielleicht noch ein bisschen Reis hinzufügen, ja, oder mal Kartoffeln, ein Toast, vollkommen Toast oder Süßkartoffeln. Nudeln, darauf könnte ich echt nie verzichten. Und vielleicht bei einer Frau so auf 1200 bis 1500 Kalorien zu kommen und beim Mann so um die 2000 herum. Ja. Natürlich nach Körpergröße und Gewicht, aber damit werdet ihr auch schon gut abnehmen. Und macht das Ganze nicht nach. So eine krasse Diät machen wir vielleicht einmal im Monat. Wir können so ein krasses Feedback, ob wir jetzt davon abgenommen haben, nach einem Tag auch gar nicht sagen. Ja. Denn dann müssten wir das viel, viel länger durchziehen. Aber ich würde sagen, wir lassen uns jetzt erstmal unser Abendessen schmecken. Weißt du, was hier fehlt? Das erinnert mich an die früheren Zeiten von Oskar und mir. Wo wir uns kennengelernt haben, hat Oskar immer Hähnchen mit Brokkoli und Toast und Quark gegessen. Kräuterquark. Kräuterquark. Und hier fehlt das Toast mit Kräuterquark. Und dann ist es genau wie früher, finde ich. Das heben wir uns auf für später. Denn die Nacht ist noch lang. Für mich wären so wenige Kalorien viel, viel, viel zu wenig. Eine Mahlzeit am Tag hat ja schon so viele Kalorien und das Ganze müsste ich ja dann mal drei nehmen. Also das kann echt nicht gesund sein auf lange Zeit. Zumal man bei so wenig Kalorien auch extrem starken Hunger hat und das Ganze über so eine lange Zeit auszuhalten, führt früher oder später zwangsläufig auch zu einer Essstörung. Also in meinen Augen sind mindestens 1000 Kalorien oder sowas Pflicht. Das ist auch schon viel zu wenig. Ja, das ist auch schon viel zu wenig. 1500. Wir würden so eine Diät niemandem empfehlen. Nee. Wir haben es jetzt 22 Uhr. Und wir haben jetzt noch hier das Essen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gar keine Lust auf das Essen habe. Vom Hungergefühl geht's eigentlich noch. Also ich glaube, ich werde jetzt einfach die Zähne putzen und dann nichts mehr essen und dann bald schlafen gehen. Wie ich es mir schon gedacht habe, haben wir jetzt ein bisschen Netflix geschaut und ich habe nach etwa 2 Stunden mega Hunger bekommen. Deswegen werde ich jetzt noch meinen Rest essen. Zum Glück habe ich mir noch was übrig gelassen. Wirklich Lust darauf habe ich jetzt nicht, sondern eher auf was Süßes oder so. Aber die Diät muss durchgezogen werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass der Tag vorbei ist und dass ich morgen wieder mehr Kohlenhydrate essen kann. Und für mich war das so ein Tag lang okay, aber ich habe jetzt schon wieder Hunger. Also viele Tage würde ich das nicht aushalten. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn wir andere Diäten testen sollen, wenn ihr irgendwelche Vorschläge bzw. Wünsche habt. Wir hoffen natürlich, dass das Video euch gefallen hat. Im Anschluss könnt ihr euch Sophias Video anschauen. Und die YouTuber, die mit in diesem Video dabei waren, haben natürlich auch ein Video rausgebracht. Die findet ihr alle unten in den Kommentaren. Und jeder, der alle Videos anschaut, sind Ehrenzuschauer. Und bleibt gesund.